Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, nächsten Video hier auf zuvielbezahlt.de. Ja, der Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Videos ist ja der erste Weihnachtsfeiertag. Deshalb möchte ich natürlich hier noch einmal die Gelegenheit nutzen und dir und deiner Familie eine besinnliche Weihnachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen und hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Ich möchte an der Stelle natürlich auch noch mal die Gelegenheit nutzen und das Jahr 2021 ein Stück Revue passieren zu lassen, wie gesagt, ganz pauschal, und möchte natürlich an der Stelle auch noch mal einen Ausblick auf 2022 geben, was sich ändern wird, ja, was zu erwarten ist und wer die Hauptrolle spielt, wie das Jahr 2022 letztendlich auch aussieht. Und an der Stelle, wir haben da schon mal ein Video drüber gemacht, wir blenden das dann auch oder verlinken das unten in der Videobeschreibung nochmal. Es geht um deine eigene Wahrnehmung, um deinen eigenen Fokus, um deine eigene Aufmerksamkeit. Und in dieser doch sehr schwierigen Zeit, ja, dieser C-Krise, wo also kein Mensch weiß, was morgen ist, wo man so ein bisschen gefangen ist, ja, wie, man lebt wie in so einer Glocke, man weiß überhaupt nicht, was man noch glauben soll, was man denken soll. Und da ist es besonders wichtig, dass man auf seinen Fokus achtet. Es ist längst wissenschaftlich nachgewiesen, dass deine Aufmerksamkeit, deine Konzentration deinem Fokus folgt. Machen wir mal ein kleines Beispiel. Wenn du beispielsweise deine Konzentration oder deine Aufmerksamkeit besonders auf Probleme, Hindernisse, vielleicht auch gewisse Nachteile, Defizite, die du hast, oder auf Mängel richtest, auf Schwächen und auf Krisen, dann musst du natürlich auch wissen, dass du dann vor allem auch besonders Negatives noch viel, viel verstärkter wahrnimmst und vor allem auch das Negative anziehst. Also das ist wissenschaftlich bewiesen, da gibt es zahlreiche Studien drüber. Und im Umkehrschluss ist das natürlich auch die Chance, indem man seinen Fokus und seine Aufmerksamkeit einfach umlenkt. Ja? Das bedeutet wiederum, wenn du deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit auf Chancen richtest, die sich ergeben, auf Möglichkeiten, die auch jede Krise mit sich bringen, dann vielleicht auch auf Vorteile, Erfolge, ja, ein Stück weit auch auf deine eigenen Stärken, dann wird es zur positiven Wahrnehmung, dein Fokus richtet sich in diese Richtung aus und dann ziehst du natürlich auch das Positive an und nimmst natürlich auch das Positive wahr, denn es gibt zu jeder Zeit äußerst interessante Chancen, auch zu Krisenzeiten, das ist also ganz klar. Und das ist eben auch längst bewiesen, dass also vor allem große Vermögen in Krisenzeiten gemacht wurden. Ja? Weil Menschen, die es zu außerordentlichem Erfolg gebracht haben, wir reden ja hier über das Thema Geldanlage, aber es ist ja auf alle Lebensbereiche anzuwenden, dein Fokus und deine Aufmerksamkeit, deine Konzentration folgt natürlich deinem Fokus. Und wie gesagt, also es liegt auch 2022 eindeutig an dir selbst, wie du deinen Fokus ausrichtest. Man muss sich das vorstellen wie so ein Brennglas. Wenn ich da jetzt einen bestimmten Punkt negative Dinge adressiere, dann ziehe ich natürlich das alles an, beziehungsweise nehme das besonders wahr, was da an Negatives rund um die Welt passiert. Vor allem auch die Medien sind ja genauso ausgerichtet. Und jetzt stellst du dir sicher die Frage, was hat das alles mit Geldanlage zu tun? Und darum geht es ja hier auf meinem Kanal. Und wir blenden es hier an der Stelle auch mal ein. Ich habe hier mal den MSCI World mitgebracht, auf 30 Jahre betrachtet. Das ist also ein wunderbares Schaubild. Und auch hier stellst du fest, dass es also an dir liegt, wie du auf diesen Chart schaust. Ja? Wir haben also diese grünen Balken, das sind die positiven Jahre. Ja, das sind natürlich ein paar außergewöhnliche Jahre dabei, die über 40% in einem Jahr Rendite gebracht haben. Also an der Zahl 22 positive Jahre und nur 8 negative Jahre. Ja, also man sieht also diese negativen Rücksetzer, das ist klar. Das war Platzen der Dotcom-Blase vor allem und natürlich auch dann die Finanzkrise. Diese größeren Rücksetzer, die gibt es, aber die kommen nicht allzu häufig vor. So, und jetzt, wenn man natürlich auch die aktuelle Berichterstattung sieht, vor allem auch hier in den Social-Media-Kanälen, dann ist das doch eher eine negative Berichterstattung. Ja, es wird von Krisen gesprochen, von einem Crash, der kommen kann. Und auch an der Stelle ist ganz klar, dass kein Mensch eine Glaskugel hat und das Jahr 2022 vorhersehen kann. Was wir aber wissen ist, dass es ganz einfach an dir selbst liegt, worauf du deine Konzentration, deine Aufmerksamkeit richtest. Und vor allem wird dann dein Fokus ein Stück weit auch verändert, was wiederum bedeutet, dass du vielleicht auch die Chancen erkennst. Denn ich blende sie auch nochmal ein. Wenn du jetzt diese Balkendiagramme dir mal genau anguckst, diese roten Jahre,
dann waren das natürlich gigantische Chancen, um sich eben am Aktienmarkt wieder in Position zu bringen, was aber wiederum nur möglich ist, wenn du eine bestimmte Cash-Position gebildet hattest, wenn du in Anleihen investiert warst, ja, also wie gesagt, Rezession, Deflation, Anleihen investiert warst, eine Cash-Position hattest, um jetzt natürlich nochmal günstig nachzuziehen oder unsere Strategien im Portfolio hast, ja, mit Rebalancing-Charakter, also wo von Haus auf immer wieder solche Mittel da sind. Und natürlich nicht zuletzt, wenn du die drei Speichenregel abgebildet hast. Ja, also wie gesagt, dieses Drei-Speichen-Rad bestehend aus Aktien, aus Immobilien, aus Edelmetallen, natürlich aus Anleihen, die natürlich auch dazugehören als Satellitinvestment, ebenfalls wie vielleicht außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen, Farbedelsteine, physisches Gold und Silber nochmal, Minenwerte, um das einfach mal so zu deklarieren nochmal. Und dann warst du natürlich auch immer in der Lage, in den roten Balken, ja, wenn der Aktienmarkt eben massiv korrigiert hat, dich in Position zu bringen für den nächsten Anstieg. Und auch da liegt der wissenschaftliche Beweis auf der Hand. Die besten Tage an der Börse folgen nach den größten Rücksetzern, weil da oft eine massive Unterbewertung der Unternehmen auch stattfindet, weil eben viele Marktteilnehmer ihre Anteile auf den Markt werfen. Wir haben heute massive Verwerfungen an den Kapitalmärkten. Das ist klar, das billige Geld, ja, wie gesagt, die hohe Inflation. Wir haben massive Probleme in diesem Segment, aber wie gesagt, es liegt an dir, wie du mit dieser Geschichte umgehst, und genauso liegt es an dir, wie du das Jahr 2021 auch beendest und wie vor allem das neue Jahr 2022 für dich startet. Es liegt an deinem Fokus. Ja, deine Aufmerksamkeit folgt diesem. Und man kann an der Stelle auch noch ein anderes Beispiel anführen, das soll auch das letzte in diesem Video sein, um dich vielleicht ein Stück weit voranzubringen und auch aufzumuntern. Das Wichtigste ist immer wieder, sich die Frage zu stellen über den Ist-Zustand. Ja, wo stehe ich jetzt gerade mit meinem Vermögen? Das kann man auch bei der Gesundheit machen. Und der aktuelle Ist-Zustand ist ja jeweils das Ergebnis meiner Entscheidungen aus der Vergangenheit. Ja, und sind die zufriedenstellend? Sind die in der Lage, in unserem Fall die Inflation nachhaltig zu schlagen, sodass eine positive Realrendite übrig bleibt oder eben nicht? Wenn nicht, dann waren die Entscheidungen vielleicht nicht zu 100% in Ordnung, dann muss man die auch überdenken und muss natürlich auch über seinen Schatten springen und muss einfach sich dann dazu entscheiden, das was zu verändern. Das hat natürlich auch was mit Überwindung zu tun, ja, das ist klar, weil man sich ja selbst dann eingesteht, dass man vielleicht die ein oder andere Fehlentscheidung getroffen hat. Ist aber nicht schlimm im Leben, weil Unternehmer und erfolgreiche Menschen und die Reichsten der Welt, die machen das täglich. Ja. Sie treffen täglich Entscheidungen, und das möchte ich dir einfach hier an die Hand geben. Wenn das Jahr 2022 für dich zum Positiven im finanziellen Sinne enden soll, weil das ist das Thema auf diesem Kanal hier, dann musst du deine Entscheidungen der Vergangenheit auf jeden Fall mal überdenken. Wenn das Ergebnis nicht passt, wenn du siehst, dass deine Rendite, dein Ertrag nach Kosten, nach Steuern und nach Inflation nicht positiv ist, dann musst du dringend was verändern, und das möchte ich dir mitgeben für das Jahr 2022. Ich wünsche dir und deinen Liebsten, wie gesagt, frohe und besinnliche Restweihnachten, und bis zum nächsten Video, dein Marco Reus.